Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club 3. Heute 12 Monate nach dem Politaus von Sebastian Kurz aus der Politik. 8 Monate seit Beginn des Ukraine-Krieges und wenige Stunden vor der Bundespräsidentenwahl. Wir haben heute einen besonderen Gast, Kurier-Karikaturisten Michael Pammesberger. Mit mir die Fragen stellen werden Angelika Hager, Kolumnistin beim Profil, und Kurt Seinitz, auch Kolumnist bei der Kronenzeitung, ehemals Außenpolitik-Chef der Kronenzeitung. Michael Pammesberger, die heutige Ausgabe des Kurier zeigt auf der Seite 2 wie immer eine Karikatur, diesmal von Sebastian Kurz. Die darf ich mal kurz in die Kamera halten. Ist ein Bild, das zeigt auch, dass der Karikaturist den Herrn Kurz vermisst. Was vermisst man denn an ihm? Naja, das stimmt. Bei meinen Mitarbeitern, also die Leute, die ich zu zeichnen habe, wünscht man sich natürlich schon eine gewisse Stabilität und dass die nicht immer gleich wieder weg sind. Und da gibt es natürlich auch welche, die man lieber zeichnet und die man öfter zeichnet. Und natürlich habe ich den Sebastian Kurz sehr oft gezeichnet. Das geht dann auch schon relativ leicht von der Hand. Ja, und dann ist er weg von einem Tag auf den anderen. Und manchmal eben ein Jahr später habe ich die Gelegenheit dafür, einen Tabak da capo und kann ihn doch noch einmal zeichnen. Ja, es ist nicht jeder gleich sozusagen super für einen Zeichner. Ist es gerade ein dankbares Personal, das Sie haben? Mitarbeiter, wie Sie es genannt haben? Ja, ich kann jetzt nicht das ganze Personal beurteilen. Ich habe nicht nur den Kanzler zu zeichnen, sondern auch sozusagen die anderen Beteiligten. Jetzt haben wir gerade einen Wahlkampf, Bundespräsidentenwahlkampf, wir kommen später drauf. Da hat sich natürlich schon die Frage gestellt, bei wem zahlt sie sich aus, dass man überhaupt einstudiert. Ja. Nehammer? Nehammer ist super, ist ein Typ, das ist immer wichtig. Wir brauchen Leute, die haben Ecken, die haben Kanten, die haben ein Profil. Sagt eh schon alles. Wir brauchen Charakterköpfe. Früher oder später wird aber jeder einer. Ein Charakterkopf. Angelika Hager lacht. Man bekommt das Gesicht, das man verdient, das wahrscheinlich. Verdient, ne? Genau. Oder am Anfang ist es ein Geschenk oder genetische Gnade und dann kriegt man sozusagen die Abrechnung der Kreditkarte in Form eines Gesichts. Ja, die Politiker werden dann oft den Karikaturen immer ähnlicher, die von ihnen gemacht werden. Ja, wie bei Menschen und Hunden wahrscheinlich, das oder? Das ist auch super so, ja. Auch kurz sein, jetzt musst du jetzt gerade schmunzeln. Naja, auch mir geht der Kurz eigentlich sehr ab, weil ich mit ihm als Außenminister und Bundeskanzler sehr viel unterwegs war und sehr viel mit ihm zusammengearbeitet habe. Er ist weg eigentlich aus der Öffentlichkeit. Das ist heutzutage jeder, mehr oder weniger jeder Politiker. Wenn die Kameras abschalten, bist du weg. Aber die ÖVP wird noch lange mit an seinem Erbe würgen, nehme ich an. Ja, und er wird uns sozusagen als Thema erhalten bleiben, der Kurz. Aber gibt es irgendwas im Erbe, weil Sie sagen würgen, gibt es dann etwas, was das Erbe, was zu würdigen ist aus der Verlassenschaft von Sebastian Kurz? Ich habe es immer so empfunden, dass der Kurz keine Zeit hatte, sein Programm, egal wie man dazu steht, wirklich zu verwirklichen, weil die Pandemie dazwischen gekommen ist. Mhm. Das waren so mehr oder weniger 2 Jahre Pause. Ja? Das habe ich immer empfunden, dass das war ein Malus, den er bekommen hat durch die Pandemie, wobei er noch am Anfang ins Schleudern gekommen ist, weil niemand gewusst hat, wie arg wird die Seuche und so weiter. Und das hat ihm also, das hat seine Amtszeit etwas getrübt, würde ich sagen. Ja. Aber ich würde sagen, es besteht kein Grund, die Amtszeit von Kurz zu verteufeln. Das sage ich nur so, falls es jemand das Bedürfnis hat. Hat jemand das Bedürfnis, Sie zu verteufeln? Es ist nur wahrscheinlich relativ bemerkenswert mit einer Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt und sehr vielen Beschuldigten, die in seinem Mitarbeiterstab waren. Also ich fand einfach schockierend, wie verrottet dieses System einfach auch ist. Und ich hatte nie eine besondere Sympathie für ihn, weil er mir zu slick war. Er hat sozusagen das Edelmaterial der Politik ist die Authentizität. Mhm. Und er hat mir immer wieder so ein bisschen auch mit seinen Handbewegungen, das war alles so einstudiert. So, du hattest irgendwie das Gefühl, da ist ein Heinzelmännchen her von Spin-Doktoren, die ihm jetzt sagen, welche Baukastensätze er loslassen muss. Also abgehen tut er mir nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich mit dem die nächsten 20 Jahre leben muss. Also es war eigentlich
erleichternd. Das darf ich nur eines sagen. Dem Kurz und seinem Team, das man kritisieren kann, ist auf den Kopf gefallen, dass sie ins Zeitalter der Cloud hineingekommen sind. Ja? Ich möchte nicht wissen, was die Vorgänger von Gusenbauer etc. Angestellt haben, was wir nicht wissen, weil es damals noch nicht die Cloud gegeben hat, die man jetzt sämtliche Chats rausholen kann. Das ist möglicherweise richtig. Andererseits habe ich mich bei der Lektüre dieser Chat-Protokolle schon gefragt, ob das so ist, dass sich so drei Reserve-Jappis via DKT die Republik aufteilen, ja, auch in diesem etwas sehr legeren Jargon. Und ich habe mir gedacht, einen Satz von Anton Kuh, die Welt ist wirklich so, wie der kleine Moritz sie sich vorstellt. Das ist nämlich im Original nicht der kleine Maxi, sondern der kleine Moritz. Und habe mir gedacht, ja, wenn man jetzt sozusagen eine Polizatire schreiben müsste, dann würde es möglicherweise in diesem Tonfall passieren, aber die Realität ist schlauer und ist uns vorgaloppiert. Ist es schwierig dann als Charakter, also empfindet Michael Bamesberger das ähnlich, dass das eigentlich alles schon so überhöht ist, dass die Satire oder die Karikatur noch einmal eins drauf, das diese Dinge waren alle ein gefundenes Fressen für uns. In der Seele des Kabarettisten schlagen immer zwei Herzen, die eine, die Sorge des Staatsbürgers für die Republik, aber auch die, was kriege ich an Stoff, was kriege ich geliefert. Ich würde noch sagen, ich glaube nicht, dass Corona kurz daran gehindert hat, dass er sein Programm durchbringen soll, sondern es waren eben diese anderen Dinge. Es waren die Korruptionsgeschichten, die einfach dazu geführt haben, dass er zurücktreten hat müssen und sein Programm sozusagen nicht durchführen konnte. Das kann man jetzt mögen oder nicht, das war der wahre Grund. Und was wir uns heute fragen müssen, ist tatsächlich, wie viel Kurz steckt noch in der ÖVP? Und da wird man natürlich feststellen, dass es nicht ganz weg ist. Ja. Also gibt es Türkise, würdest du jetzt, wenn man dann das nach Farbe geht, türkise Einsprenkelungen? Oder ist das so meine ich das nicht, sondern die Ideen, die er verkörpert hat. Ich glaube nicht, dass die ÖVP in Sachen Korruption und Chats ihm nacheifert, aber doch vielleicht in der Frage, wie man Wahlen gewinnen kann, wie man sich dort positioniert. Hilflos ist sie jetzt. Ja. Kurz hat sie gehoben. Und wieder runtergeworfen. Ja, aber mit welchen Ideen hat er sie gehoben und funktionieren die wieder? Und noch einmal. Sehr das ist die populistische Idee. Wahrscheinlich nicht. Funktioniert die? Es ist keine Idee, sondern wie uns beispielsweise der Innenminister und auch viele andere glauben machen wollen, die Migration wieder ein Thema. Vielleicht in anderer Form als 2015, vielleicht ist es auch noch zu früh, das genau zu bestimmen. Aber war Migration ein Thema oder eine Idee von Sebastian Kurz, die dann umgesetzt wurde? Er hat sich doch extrem draufgesetzt, dass teilweise sogar FPÖ-Leute gesagt haben, er grabt unsere Themen ab und tut das eigentlich noch ins Extremere führen. Ja, also das war wirklich, da hat er genau gerochen, dass er da viele Leute abholen kann. In ganz Europa gewinnt die Rechte mit Migration. Das ist völlig klar. Nicht? Und Kurz hat sicher dann gesagt, okay, ja, das machen wir. Wird die ÖVP jetzt wieder mit diesem Migrationsthema möglicherweise reüssieren bei der Niederösterreich-Wahl? Natürlich, ja, das ist das leichteste Thema, wo man... Das ist auch wirklich ein Problem. Derzeit ist die Migration wirklich ein Problem. Wir sehen, wo sie sich positionieren. Ja. Das ist klar dort, wo es Kurz auch gemacht hat. Ob es gelingt, das ist eine andere Frage, weil die ÖVP kann sich die Themen auch nicht aussuchen, wie sie will, was sozusagen in einem Wahlkampf in ein paar Jahren das wichtige Thema ist. Das wage ich noch nicht zu prognostizieren. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit extremer Verunsicherung. Also die Angst und die Angst, auch die Abstiegsangst eint alle Generationen und eint quer durch die Lager. Das heißt, mit sozusagen der Bedrohung, dem Feind von außen, einem Feind, auf den man sich einigen kann, ist natürlich relativ schnell Stimmen geködert. Wie würde man die... jeweils angesprochen, die Verfasstheit der türkis-grünen Koalition, da ortet man ja auch nicht, dass es nur ein gemeinsamer Kurs ist, sondern bei Justiz und vielen anderen Dingen durchaus Dissonanzen da sind, die auch nach außen getragen werden. Ist die
bicken die zusammen, diese beiden? Das ist in der Natur jeder Koalition. Ja. Für uns Zeichen ist das super, weil wir dann so Beziehungsthemen verwenden können. Ja, Koalition ist immer auch eine Partnerschaft, eine Ehe, eine gute oder eine schlechte, in der die Kaffeeheferl fliegen oder Friede und Eierkuchen ist. Na, aber es gibt immer was, wo man da ansetzen kann. Was wäre der Beziehungsstatus jetzt bei Türkis-Schwarz? Also die reine Harmonie ist es nicht. Ja. Ja. Die Flitterwochen sind vorbei, würde ich sagen. Warnst du je? Nein, das ist natürlich unsere Interpretation. Ein bisschen Koalition ist keine Ehe, sondern es ist ein Vertrag. Es ist ein aber wir interpretieren es so und liegen da manchmal nicht so wir falsch. Haben nicht mehr Zores, als es in anderen Koalitionen auch gibt. Und zusammen hält sie jetzt nur keine Neuwahlen. Ja. Und zwar nicht nur wegen der Verfasstheit der beiden Parteien, sondern wegen der gesamten inneren und äußeren Weltlage. Das heißt, wir wählen zum regulären Zeitpunkt, meinen Sie? Nachdem wir den Winter überwunden haben, würde ich sagen. Ja. Das zweite große Thema ist, wie die Angelika Hager schon angesprochen hat, diese Abstiegsängste, werden wir uns die Energie leisten können. Wie nähert man sich da als Kabarettist, Karikaturist, Kolumnist an dieses Thema, weil es ja einfach für ganz viele Menschen gar nichts zum Lachen gibt? Ja, ist es ja auch nicht. Das ist ein ernstes Thema, aber ernste Themen sind auch Gegenstand der Karikatur, immer. Ja. Man macht sich jetzt nicht lustig über Leute, die sich die Heizung nicht mehr leisten können. Man macht sich nicht lustig über Leute, die Jobschwierigkeiten haben und so weiter. Aber natürlich kann man das auch satirisch und zeichnerisch abhandeln, ja. Die bedeutendsten Karikaturen, die uns historisch in Erinnerung sind, sind die ernsten. Ja. Ja? Also ich würde sagen, wo das Thema zumindest ernst ist, ja, wie die Auflösung ist. Ja. Aber es gibt natürlich unglaublich viel zu sagen und zu zeichnen, wenn jetzt im Herbst sozusagen diese Teuerung und diese Energieknappheit oder Verknappung die Preise, sprich, zunehmen. Wir werden schwer schauen, wie weit das sozusagen auch auf der Straße ausgetragen wird. Wir werden auch sehen, wie einzelne Parteien damit umgehen, ob sie da eher sozusagen zurückhaltend vernünftig reagieren oder ob sie eher Öl ins Feuer gießen. Und das werden wir uns anschauen. Ja? Und da gibt es genug zum Kommentieren, zum Kolumnisten-Themen und Karikaturisten-Themen. Ja. Ich glaube, Humor ist überhaupt sozusagen, das wissen wir ja schon seit Freud, sehr entlastend. Ja? Also das Wort Scherztherapie kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube, dass die Leute auch jetzt einen gewissen Eskapismus brauchen. Und Humor ist eine gewisse Form von Eskapismus, egal ob man das jetzt in Satire, es sind immer Hochzeiten fürs Kabarett, für die Comedians. Ich versuche das auch in meiner Poli Adler-Kolumne, meine Abstiegsängste zu artikulieren, die ich genauso habe. Ja? Und das erleichtert die Menschen auch, wenn man ihnen sozusagen sagt, mir geht's genauso und kein Jota besser, vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Aber das ist extrem wichtig und das wissen wir in allen Krisenzeiten, boomt und blüht die Satire im Untergrund als auch sozusagen offiziell. Ja, wir haben mit der Corona-Zeit, ist ein super Beispiel gewesen, vor allem am Anfang, wo es wirklich ernst war, wo Leute krank wurden, gestorben sind, Leute einen Job verloren haben, Kurzarbeit und alles Mögliche. Also lauter Sachen, die eigentlich nicht lustig sind, aber wie viele Zeichnungen habe ich zum Thema gemacht? Und ich halte es auch für wichtig, dass man die Zeitung, den Kurier in der Früh aufschlägt und nicht nur an konfrontiert wird mit Tod und Not und Riesendepression stürzt, weil das Leben so schrecklich ist. Aber weil die Angelika Hager jetzt gerade gesagt hat, es ist quasi müsste eine Blütezeit sein für politisches Kabarett oder für Satire, nehmen Sie das auch so wahr? Wir hatten vorgestern ein Cover, das da heißt, dass die ganz viele, auch insbesondere Kleinbühnen, von wenig Publikum besucht werden. Also, dass die Menschen sich das etwaig anderswo holen. Aber wir haben da bei Theatern und so weiter, bei Veranstaltungen auch das Phänomen, dass viele nicht kommen wegen Corona-Gefahr. Mhm. Ja, also die Theater sind da machen, und so weiter.
Also ich habe eine Polyadler-Truppe im Rabenhof und wir kämpfen natürlich auch mit weit weniger Zuschauern. Ja. Wir waren sehr verwöhnt vor der Pandemie. Aber man muss halt wirklich auch um die Zuschauer kämpfen. Und wenn sie dann da sind, muss man sie glücklich machen. Ja? Also das ist teilweise ein härteres Geschäft, als es vor 2 Jahren war, weil es, glaube ich, nicht nur die Pandemieangst oder die Ansteckungsangst ist, sondern es geht einfach auch um Geld. Also man überlegt sich einfach, ob man diese 25 Euro oder 35 Euro ausgeben möchte. Denn wenn man im Supermarkt an der Kasse steht, erschrickt man teilweise, was man für 5 Posten bezahlt und sich denkt, das ist ja wirklich um 30% teurer. Und darüber machen wir uns alle Gedanken, ja. Wobei wir alle, wobei ich sagen muss, wir leiden auf, also wir leiden hier alle auf hohem Niveau, ja. Mhm. Aber trotzdem sind die Gedanken da. Erlebt Michael Bammersberger das auch in seinem Umfeld, möglicherweise auch durch Künstler oder Menschen, die freischaffend sind, dass sowas auch thematisiert wird? Selbstverständlich, nicht ausgenommen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass diese Krisenphänomene eben wirklich auch bis tief in den Mittelstand reingehen und nicht nur sozusagen ganz unten schlagend werden. Ja. Und das merkt man dann sicherlich auch bei diesen Dingen und auch wir werden es merken bei den Medien. Der Mittelstand stützt jede Gesellschaft. Ja. Und wenn es dem Mittelstand langsam an den Kragen geht, dann muss man sich Sorgen machen über die Stabilität in einem Land. Machen Sie sich Sorgen? Ich mache mir eigentlich keine besonderen Sorgen. Ich bin überzeugt, dass die Österreicher, obwohl sie große Nörgler sind und obwohl sie über alles käppeln, diesen Winter dann in einer gewissen, vielleicht bin ich Optimist, in einer gewissen nationalen Solidarität durchstehen werden. Der Winter wird schrecklich werden. Das glaube ich. Und ich glaube, dass es einen Solidarisierungseffekt in Österreich geben wird. Woran würde man den sehen, meinen Sie? Kann man den auf der Straße sehen? Oder also beim Lockdown wussten wir haben alle funktioniert und alle sind für Brot angestanden, weil man sonst nichts kaufen konnte, wollte. Sie jetzt was? Ich meine, ich glaube nicht, dass es solche skurrile Massendemonstrationen geben wird wie gegen Corona-Impfung und so weiter. Aber in Bezug auf Inflation und so weiter. Aber was der Michael Bammersberger gemeint hat, möglicherweise auch, es sei denn, ich habe missverstanden, ist, werden wir, wenn es denn so soziale Verwerfungen kommt, sowas wie die Gelbwesten in Frankreich, die ja auch manchmal hier herbeigeschrieben oder gesprochen werden? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil die Menschen solidarisch sind oder weil der Österreicher an sich, wie der Qualtinger, glaube ich, gesagt hat, den Hut brennen lässt, solange er... Ja, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten. Ist das Zusammenhalten Diagnose, Angelika Hager, würden Sie dem beipflichten oder ist es eher so, dass man... Ich würde sagen, es gibt so eine Kurzzeit-Euphorie, ja, immer wenn große Krisen sind, bei der Flüchtlingskrise 2015, jetzt beim Krieg gegen die Ukraine, wo sozusagen das Leuchtfeuer der Nächstenliebe explodiert, ja, aber je länger sich sozusagen die Dinge verfestigen und je mehr das zum Alltag wird, desto schneller wird das auch wieder. Denn es ist im darwinistischen Konzept jeder sich selbst der Nächste. Mhm. Und wenn das, also die Liebe zur Ukraine oder die Solidarität wird sehr schnell sich abnützen, wenn die Heizungsrechnung das 10-fache ausmacht. Ja. Also da wäre man jetzt, da würde man jetzt von den Menschen zu viel verlangen, wenn sie da über ihren Schatten springen könnten. Also da inkludiere ich mich genauso. Aber hoffentlich täusche ich mich nicht. Ich glaube nicht, dass es also so Gelbwesten-Aktionen auf den Straßen geben wird in Österreich. Der Franzose neigt ein bisschen zum Demonstrieren. Auch die Rolle der Gewerkschaften dort. Auch bei uns hat die Gewerkschaft schon ist gegen sehr die Teuerung. Aber ich glaube, das ist nur im vernünftigen Rahmen. Aber das heißt nicht, dass ich eine Gefahr sehe, dass es doch noch eskalieren soll. Darf ich interessant, wie diese sogenannte Streikaktion, die Demonstration vom Gewerkschaftsbund, das wurde vom Katzian, und das wissen wir, oder ich weiß es, so angelegt, keine große Massendemonstration, sondern mehrere in allen Städten, um abzuwiegeln, um ein Zeichen zu setzen,
aber um auch abzuwiegeln. Angelika Hager. Nein, ich wollte sagen, letzten Sonntag am Ring eben war ich wirklich schockiert, welche Menschenmassen sich da bei Anti-Corona-Maßnahmen mit Impfen ist tödlich, Transparenten durch die Stadt gewunden haben. An einem Sonntag, jetzt geht natürlich als demokratischer Mensch die Redefreiheit über alles, aber man denkt sich, muss das sein, bei aller Liebe zur Demokratie und zur Redefreiheit. Also ich glaube schon, dass da Empörung ist ja auch zu so einer Art Gesellschaftssport verkommen, befeuert durch die sozialen Medien. Ja? Und die Menschen, die sich früher nie gewagt haben, in dieser Art und Weise empörend zu eskalieren, sehen sich jetzt bestätigt dadurch. Mhm. Und ich glaube, das wird anders, anderen Verlauf nehmen. Ich glaube, die Empörung und der Elitenhass wird sich verstärken innerhalb der Winterperiode. Bevor wir weiter über die Empörung und den Elitenhass sprechen und auch über die ausstehende Bundespräsidentschaftswahl, eine kurze Pause. Willkommen zurück nach der Werbepause im Club 3. Heute zu Gast Michael Pammesberger. Wir waren gerade beim Thema Empörung. Ein paar Menschen haben sich darüber empört, dass der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen meinte, man müsse die Zähne zusammenbeißen in einer Zeit, in der wir uns befinden. War das geschickt vom amtierenden? Es war erstaunlich, dass ihm das entrutscht ist, weil das müsste er wissen. Noch dazu ist ihm das, glaube ich, auf TikTok entglitten im Gespräch mit Jugendlichen. Und die empfinden das möglicherweise als eine Missachtung ihrer Probleme, weil natürlich sitzt er in der warmen Hofburg mit seinem lieben Hund, den wir jetzt auch alle sattsam kennen. Und es ist einfach unsensibel angesichts der Sorgen, die junge Menschen heute haben und den Blick auf die Zukunft, ja. Unsensibel. Das war nicht schlau und das weiß er. Er hat es auch schon gesagt. Dass er hat sich entschuldigt dafür, was ja auch schon mal... Ja. Aber passiert ihm das oder ist ihm das gescriptet gewesen? Weil man glaubt, vielleicht hätte er ja auch möglicherweise anders ausgehen können. Er hat nicht mehr die gute Wahlkampfführung wie vor 6 Jahren. Weil die Zeiten auch andere sind oder machen Sie das wirklich weil nur dem Management? Weil die Personen anders sind. Okay. Aber er als Person müsste ja nach 6 Jahren Erfahrung leidlich... älter geworden. Man muss sagen, er wirkt schon ein bisschen älter, also nicht mehr topfit. Also es sind oft die Pausen sehr langstreckenartig angelegt. Ja gut, aber das hatte er schon immer. Also ich kann mir den letzten Mal verstehen. Ich glaube, sowas passiert einfach. Es passiert jedem, wir wissen das, dass er manche Äußerungen macht, die er dann eher lieber wieder wegnehmen würde. Das geht nicht mehr. Okay, einer der wenigen Höhe- oder Tiefpunkte, je nachdem, wo man steht, dieses an solchen Höhen oder Tiefpunkten eher armen Wahlkampfs. Darf ich nochmal, weil das Stichwort nämlich gerade gefallen ist, zum Thema Alter. Das wurde von der FPÖ, die als einzige Parlamentspartei einen Kandidaten aufgestellt hat, thematisiert. Möglicherweise, dass es eben auch ein Höchstalter geben sollte, ist, Sie haben gerade gesagt, ist 78 ein Alter, wo man, wir müssen nach Italien schauen, da sind die Präsidenten noch älter. Ist Alter ein Kriterium für ein Höchstalter für dieses Amt? Das kann man nicht sagen. Die Queen war mit 90 sicher, sie ist jetzt erst mit 96 gestorben, mit sicher noch topfit im Alter. Es gibt auch schon 60-jährige Alte, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Das Absurde ist, finde ich, dass in einer Gesellschaft, in der Frauen zum Beispiel, die auf der Bühne arbeiten, bereits mit 40 in die Mütterrollen geschubst werden, dass Päpste, Diktatoren, US-Präsidenten einfach sozusagen in einem Alter überhaupt erst antreten, wo andere Leute Rosen züchten und Passions legen. Ja? Also auch wenn ich Joe Biden in seinem... der große Erleichterung für uns alle bedeutet hat nach diesen schrecklichen Trump-Jahren. Aber trotzdem denke ich mir, dieser kleine Trippelschritt, dann auch immer diese Brillen, also es ist, er wirkt nicht so, als ob er sozusagen Herr seiner Kräfte ist. Ja, das ist eben genau der Punkt. Ich finde, Alter spielt wirklich keine Rolle. Wenn er fit ist, wenn er es kann, wenn er gut ist, ist das völlig wurscht. Wenn er sozusagen Anzeichen sind, wo er sagt, ich schaffe das nicht mehr, wo er sich selber sagt, Alter, das
das war's. Ja. Das ist das Kriterium. Und es war bei der Queen so und es wird auch bei Joe Biden so sein. Gegen, das ist das Kriterium. Ich bin im Grunde gegen schematisierte Einschränkung von Altern und so weiter. Mhm. In diesem Sinne auch sogar diese Einschränkung bei der Papstwahl. Mhm. Es gibt sicher Senile, die jetzt Papstwahl berechtigt sind und welche, die mit 80 oder 85 zu Hause sitzen und vielleicht noch gut. Adenauer ist, glaube ich, mit hohem Alter Bundeskanzler geworden und war einer der größten Staatsmänner Deutschlands. Und hat immer wieder gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, ja. Ja, und wir sehen es ja auch, dass manche im Kopf ein bisschen jünger sind als welche, die 30 Jahre jünger sind. Natürlich, aber es ist schon ein sehr anfordernder Job. Jetzt sagen wir die Queen. Bundespräsident natürlich auch. Wie stellt sich denn... Also er hat jetzt nicht jeden Tag 5 Pressekonferenzen. Aber er hat Auslandsreisen, ja. Staatsbesuche. Eben, das Kriterium ist, kann er seinen Job, ist er fit genug? Das ist keine Altersfrage, sondern es ist die Frage, ist er fit oder nicht. Diesem Alter fragen lassen. Und ich finde es auch wirklich altersdiskriminierend. Und nein, es ist nicht so, dass jemand, der über 70 ist oder über 80 ist, eine bestimmte Arbeit nicht machen kann. Ein Kollege von mir, Hieronymus, hat bis ins hohe Alter gezeichnet. Genau. Also, ist es umgekehrt ein Kriterium? Wenn es gut ist und wenn die Zeichnungen gelingen und wenn er es kann, dann passt. Ja, aber das ist ein anderer Job zu zeichnen, Künstler zu sein. Das ist ein bisschen schwieriger. Die Leistung zeigt. Ist sie da, die Leistung, oder ist sie nicht da? Egal wo. Job Description und ob ich es dann machen kann. Ob ich Queen oder Papst, das ist immer ein bisschen Unterschied, was man zu tun hat. Gehen wir jetzt nochmal auf die österreichische Niederung zurück, nämlich auf die Bundespräsidenten-Hofburg-Wahl. Ist es dann ein Kriterium, dass der Dominik Vlatzny alias Marco Pogo der Jüngste ist? Dann darf das junge Alter auch kein Kriterium sein oder hat das was mit Lebenserfahrung? Wie alt war Kurz, als er angetreten ist? Ja. Der war doch in den 20ern. Mitte 20. Diese relativ hohe Alter, nämlich um 35, dass man überhaupt antreten kann, ist ein bisschen seltsam. Es gibt eigentlich keinen Politikerjob oder überhaupt keinen Job, wo man sozusagen ein Mindestalter... Aus der Zeit, wo man einen Patriarchen an der Spitze wollte. Ich finde, diese Grenze, man überdenken, ob das nicht diskriminierend ist nach unten. Ja. Wo setzt man dann an? Beim Wahlalter oder bei 18 oder bei 21? Beim Wahlalter, weil das ist mittlerweile bei 16. Aber Volljährigkeit oder wo man Bundeskanzler werden kann, sollte man auch Bundespräsident werden können. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, diese Altersgrenze einzuführen, die der Marco Pogo ungefähr um 5 Tage gerade rennt. Ja, eben. Jetzt der Wahlkampf relativ kurz überschattet durch den Ukraine-Krieg auch, aber möglicherweise auch dadurch, dass, obwohl es so viele Kandidaten wie nie gab, doch das Ding nie ganz abfliegen wollte und obwohl es viele Diskussionssendungen gab, Zweierduelle, Diskussionen ohne den amtierenden. Es ist ihr neunter. Ja, dieser Wahlkampf war auf einer inhaltlichen Banalität, die nicht mehr zu unterbieten ist. Das kann ich nur sagen. Das ist deprimierend, ist das gewesen. Ja. Das sagen Sie jetzt aus demokratiepolitischer Sicht, aus Unterhaltungssicht, aus politischer Sicht? Aus demokratiepolitischer Sicht überhaupt. Ne? Das ist eine Zumutung. Der Wahlkampf ist eine Zumutung an den gesunden Menschenverstand, was da produziert worden ist. Ja? Liegt an das wem? Liegt die Verantwortung liegt, und da kann ich Ihnen jetzt eine Sua da erzählen. Das ist meine Kritik vom ersten Bundespräsidentenwahlkampf, den ich erlebt habe. Das war die Wiederwahl, glaube ich, von Kirchschläger, wo das eingetreten ist, wogegen ich immer bin, dass die etablierten Parteien im Parlament, damals noch die große ÖVP und die große SPÖ, sagen, das tun wir uns nicht an, das kostet Geld, das ist rausgeschmissenes Geld, der wird sowieso wieder gewählt und so weiter. Diesmal passierte das Gleiche und die Verantwortung für diesen Wahlkampf, dass sich nur Skurrilos und andere produzieren, dann tragen die etablierten Parteien im Parlament, ÖVP, SPÖ und NEOS, die hätten ja Kandidaten oder Kandidatinnen sogar aufstellen können, wäre nicht schlecht gewesen, wenn eine Frau das haben sie gemacht aus Demokratiefaulheit, nenne ich das, Demokratiefaulheit. Sie haben die Bühne Skurrilos überlassen. Etwas,
wo Angelika Hager sagen würde, ja. Ja, man ist teilweise wirklich auch schockiert, wenn man sich diese Kurzporträts immer wieder angeschaut hat, was das für ein Karneval toxischer Männlichkeit auch ist, ja. Also wo man auch wirklich denkt, da geht's überhaupt nicht um Inhalte, da geht's nur um einen narzisstischen Rummelplatz und was, wo ich mich dann selber schrecke, dass wir uns mit diesen Kasperln, muss man teilweise ja wirklich sagen, mit einer derartigen Intensität und vielleicht unmutmäßigen Ernsthaftigkeit auseinandersetzen. Das, also wenn ich mir die Cochones-Saga vom Herrn Gross oder so weiter anschaut, denke ich mir, das ist ja nicht einmal Bierzelt, das ist im Souterrain vom Bierzelt. Und das ist besonders frivol, wenn man schaut, wie Feuer am Dach von Europa ist, wenn man über Nutella blickt. Ja? Das ist unerträglich, was da geschehen ist im letzten Monat an Wahlkampf. Wiewohl, 6.000 Unterstützungserklärungen muss man auch einmal zusammen sammeln, wenn es ein Demokratiepool, wenn wir voll von demokratiepolitischen Nuancen sprechen? Ja, es kann dem Grunde zustimmen. Der Wahlkampf war auch inhaltsleer. Er war furchtbar, der Wahlkampf, aber ich glaube, der letzte war noch furchtbarer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte wirklich nicht wollen, dass sich Van der Bellen mit 6 Kandidaten zusammensetzt und in lähmenden Eintönigkeit die Sanktionen gegen die, ich weiß nicht. Also was richtig und die Güte eines Wahlkampfes wird nicht dadurch bestimmt, wie unterhaltsam ist, wie Ding, sondern die Güte, ob du gewinnst, ja. Ob du deine Themen rüberbringst und dann am Ende gewinnst. Ob man überhaupt Themen hat. Ja, und wenn man sich entzieht, wie vielleicht jetzt der Bundespräsident in vielen, vielen Dingen, dann ist das vielleicht schlau. Ja, wir werden sehen. Er war sicher klug, dass er sich da nicht auf diesen Spielplatz begeben hat. Genau. Ja. Und natürlich, wir sind Journalisten, wir haben gern eine bisschen Unterhaltung, aber ich sage, ein Wahlkampf ist keine Castingshow. Wir wählen nicht die Hofburg-Rampensau, sondern wir wählen den Bundespräsidenten. Ja. Und es wird nicht jede Woche sozusagen geschmust oder gestritten und jede Woche fliegt einer raus. Nein, ob der unterhaltsam ist, der Wahlkampf oder nicht, das ist eigentlich wurscht. Ja, wir Journalisten, wir Karikaturisten wünschen es sich. Freuen uns. Wobei, wie gesagt, diesmal war ich auch vor der Frage, soll ich wirklich die, ich sage ja nicht. Sollen wir sich die Mühe machen? Das würde ich zeichnen. Ja, weil es, wie gesagt, ich bediene damit ihr Ego. Ja. Ja. Aber was führte dann zur Entscheidung, es doch zu machen? Abgesehen davon, dass wir eine Umfrage im Kurier hatten zu dem Thema. Ich habe es teilweise verweigert. Ja. Ja. Und dennoch muss man hergehen und sagen, gut, es ist das gute Recht jeder Person, sich da aufstellen zu lassen, wenn er 6.000 zusammenbringt und das Alter, das reicht. Es ist auch gut, wenn man sich hinstellt. Ja. Aber wie gesagt, in dem Fall... Wir müssen vielleicht über Rosenkranz sprechen, die FPÖ, die haben einen aufgestellt, der sozusagen eine seriöse Persönlichkeit ist, wobei ich da auch meine Anmerkungen habe. Ja. Ich bitte darum. Ich finde, die Positionierung war dann doch zu wenig unterscheidbar von den, sag jetzt einmal, sonstigen Valentin und so. Ja. Ja. Das liegt einfach daran, dass sich die FPÖ im Moment mit der Kickellinie wo positioniert, ja, wo sie doch sehr fern der Mitte ist, wo sie doch sehr ins Extreme geht, wenn wir Corona anschauen, wenn wir die Ukraine-Sache anschauen. Da hat Kickel die FPÖ sozusagen in eine Ecke gerückt. Die FPÖ geht noch brav mit, wie wir gesehen haben. Auch Rosenkranz ist mit. Ich glaube nicht, er fühlt sich sehr wohl in dieser Rolle. Er passt auch nicht, er wirkt weniger authentisch. Wir sehen jetzt auch, dass sozusagen bei so starken ÖVP-Verlusten, ich rede jetzt von Tirol und eben, sozusagen, was wir zuerst gesagt haben, dass die Türkisen doch ein paar Stimmen verlieren, kommt recht wenig zur FPÖ momentan. Ja. Und so werden wir sehen. Also 20% würde mich nicht sehr beeindrucken. Es ist schwierig, wo misst man den Erfolg von Rosenkranz? Ja? Vergleichst du ihn mit Hofer letztes Mal oder vergleichst du ihn mit dem aktuellen FPÖ-Umfrageergebnis oder wo? Es ist sehr schwierig momentan. Er hat ja auch Konkurrenten sozusagen. Es gibt vier Leute, die im rechten Lager einzuordnen sind. Aber ist der Rosenkranz ein untypischer freiheitlicher Kandidat? Ja, also ich empfinde ihn quasi relativ vergleichsweise angenehm, ja, weil er nicht diesen Rabiat-Wahnsinn, wie wir ihn von anderen Politikern kennen oder diese kickelsche Rhetorik
Rhetorik, die ja teilweise wirklich an Blättern aus einer Zeit, an die wir alle mit Grauen zurückdenken, gemahnt. Ja? Also er ist sozusagen moderat, aber ja, er hat... Ja, er sagt es ja eigentlich, nur wenig authentisch. Aber wenn wir uns den Gross, also der quasi Haider ja immer wieder als seinen politischen Ziehvater erwähnt, ja, wenn wir uns den anschauen, dann ist der Rosenkranz nahezu nicht so schlimm einfach. Ja? Also, aber ist Gross authentisch? Ich glaube schon, dass der authentisch in seinem Irrsinn ist. Der ist wirklich authentisch. Der ist wirklich authentisch. Der ist wie der Lugner. Verstellt sich nicht. Ja. Wie der Heinrich Staudinger, der jetzt auch die ganze mit der gleichen roten Jacke als Gast auf Erde. Die sind alle authentisch. Also der schwuliger Hippie, der Staudinger, das ist ja auch irgendwie ganz ein bisschen esoterisch, was mich immer sehr macht. Ja. Aber der Groß ist in seiner Aufgeregtheit und in seinem Berserker drum hat der was Lugnereskes, ja, also der verstellt sich nicht, ja, der stellt sich da wirklich hin und sagt, hier bin ich und mehr ist es nicht, ja, und bedient damit natürlich auch das Prekariat, ja. Ja, wir müssen überhaupt, glaube ich, bei all diesen Kandidaten schauen, welche Absicht steht wirklich hinter der Kandidatur jeweils. Und jetzt haben wir nämlich noch zwei Kandidaten. Wir wissen alle, die werden nicht Bundespräsident, also relativ sicher. Ja. Warum machen sie es? Ja? Das können unsinnige Ideen sein, aber es kann auch sein, dass Ego, es kann sein, dass sie Werbung machen für ihre Schuhe oder für Bücher. Ihr Kabarett oder für ihre Bücher. Oder eben sozusagen bei der FPÖ. Marktwert erhöhen im Mediengeschäft zum Beispiel. Oder bei der FPÖ, dass man sagt, wir könnten vielleicht ein paar Themen rüberbringen. Ja. Das war ja immer klar, dass die FPÖ einen Kandidaten schickt, um sozusagen Themen zu setzen, um sozusagen einen Zwischenwahlkampf zu führen und so weiter. Und da komme ich zurück auf das, was wir gerade gesagt haben. Gelingt das? Ja. Das ist nämlich nicht ausgemacht, dass das gelingt. Gelingt es? Sie haben jetzt vorher gerade Bücher verkaufen erwähnt. Tassilo Valentin, Kolumnist in der Kronenzeitung, hat ja auch jetzt ein Buch rausgebracht. Wo wird denn er landen? Am 9.10.? Er wird landen, vermutlich, ich nehme an, dass Rosenkranz Nummer 2 wird. Aber keine Stichwahl? Nein. Aber wird er, glauben Sie, jetzt gefragt, wieder in der Krone schreiben? Das weiß ich nicht. Wird er sich empfehlen, möglicherweise eine Partei anzuführen? Er ist sehr ambitioniert. Ja? Vielleicht bleibt er in der Politik. Wird uns der Dominik Vlatzny mit der Bierpartei erhalten bleiben oder war das ein glaube ich schon. Ja, ich glaube, dass der natürlich auch eine Bubble bedient, aber quasi genau diese Themen aufwirft, die der Generation der Mid-20er, sagen wir 18 bis Mid-20, sehr am Herzen liegt. Das ist die Klimakatastrophe, die drohende. Er sagt, er ist Feminist, ich bin Feminist, ja. Und er tut etwas, was ich bei Politikern oder politischen Kandidaten als sehr wohltuend empfinde. Er sagt, ich habe viele Fragen, aber ich habe nicht auf alles Antworten. Und das empfinde ich schon einmal als sehr angenehm. Und er hat eine wirklich kompetente wissenschaftliche Ausbildung. Das heißt, er hat ja die Bierpartei, das klingt ein bisschen so wie so eine eher so rechte Sache, nach Lederhosen und Teigsfiguren, die im Zelt schunkeln. Er hat es ja nur als Satirepartei angedacht. Ich finde den Namen ein bisschen irreführend, weil sie ein bisschen wegführt von dem, was er eigentlich verkörpert. Und ich glaube, von dem werden wir noch länger zu hören bekommen, was ich als durchaus bereichernd empfinde. Wird da am Montag, den 10., also nach der Wahl, wird der Heinrich Staudinger wieder irgendwo in einem Schuhgeschäft stehen oder wird der möglicherweise... Steht der in Schuhgeschäft? Ist die Frage. Am Leisten wird er stehen. Ich will mich... Weiß nicht, müssen wir uns diese Frage stellen? Ich fand immer schade, der Heine heißt, der macht super Schuhe, glaube ich. Für keine gewissen Ahnung. Dingen, ja? Und ich finde es schade, wenn einer der Schurch macht... dann aufhört und plötzlich so Bundespräsidenten wird. Ich finde es auch schade, dass ein Arzt, der ausgebildet ist und gut ist, plötzlich Bundespräsidentenkandidat wird. Kabarettist, okay, das kann passieren. Und ich weiß auch nicht, als was uns er erhalten bleibt, als Kabarettist, als Arzt oder als Politiker, glaube ich, ja weniger. Ich glaube schon, dass der als Politiker auch ein Kolumnist der Kronenzeitung, wieso kommt er auf die Idee plötzlich, dass er eine aussichtslose Kandidatur, keine Ahnung, ja.
Vielleicht hält er sie nicht aussichtslos. Ja, ich glaub, aber muss ich mich damit beschäftigen? Ich bin politischer Beobachter, aber muss man sich damit beschäftigen. Der wird sehr überzeugt und was mich bei diesen Kandidaten besonders erheitert hat, dass alle sozusagen mit der Abschaffung der amtierenden Bundesregierung ins Rennen, also sehr viele von denen, quasi die kehren alle weg, alle trotteln und so weiter. Ja. Wenn man gedacht hat, ob das einen schlanken Fuß macht. Offensichtlich. Ist das die Inhaltslehre, von der wir auch gesprochen haben, oder? Also wir haben uns an Fragen, an Fragen abgearbeitet, wo es immer nur darum geht, nach welchen Kriterien müsste ein Minister überhaupt erst ins Amt kommen dürfen? Ja. Und das andere ist, wen würde ich das Amt dieses Kriterium sehr gut finde, weil es ist ja oft so, dass Leute Ministerien besetzen, die von der Materie überhaupt nichts damit zu tun haben. Politik funktioniert eben nicht so, dass sozusagen wie eine Firma, sondern die Entscheidung, ob ein Politiker schlecht ist oder nicht schlecht ist, geeignet ist oder ungeeignet, trifft der Wähler. Und das ist eine gute Einrichtung, finde ich. Und die sollte nicht unterlaufen werden mit irgendwelchen anonymen Kommissionen, die Leute beurteilen. Das halte ich für absoluten Unfug. Und es ist ja auch Unfug. Die Ministerien werden ja nach der Wahl besetzt und da finde ich schon manchmal extrem irritierend, dass Menschen auch zu Ministerien kommen, wo die mit der Materie, um die es da geht, überhaupt nichts zu tun hatten bislang in ihrem Leben. Dann wählt sie es nicht. Ja. Okay. Aber das ist jetzt eine andere Baustelle. Ja, man soll auch das nicht einkasteln. Ein Gesundheitsminister muss nicht Arzt sein, ein Verteidigungsminister muss nicht General sein, und so weiter. Er muss ein politischer Manager sein. Wenn er diese Qualitäten hat, dann kann er sehr erfolgreich in seinem Ministerium sein. Ja. Ich glaube, wir haben schon viele schlechte Minister überlebt. Ja. Vor allem merkt es sich gar nicht mehr. Geeignet waren für den Job. Ja, aber das ist so in einer Demokratie. Die purzeln durch passiert, die Gegend wie... Wir machen eine kurze Pause und reden dann weiter über purzelnde ehemalige und möglicherweise künftige Politiker und solche, die es werden wollen. Willkommen zurück aus der Werbung. Wir sind wieder im Club 3 zu Gast. Michael Pammesberger. Wir waren gerade bei purzelnden Politikern und Politikerinnen. Dann noch eine Nachfrage zum Bundespräsidentschaftswahlkampf. Wie bescheiden ist es denn eigentlich oder was sagt es denn über unsere Demokratie aus, dass wir eben keine Frau haben, die sich für dieses Amt hat nominieren lassen oder nominiert wurde? Angelika Haller. Es ist natürlich ein erschreckendes Bild. Es geht natürlich auch darum, dass sich keine beworben hat. Es wurde ja niemand, keine Frau davon abgehalten, sich zu bewerben. Das muss man schon auch sagen. Aber dass sozusagen es keine Aktion, also ich hätte ja immer wahnsinnig gern Helga Rabel-Stadler, von der ich ein Fan bin, die hätte ich mir wahnsinnig gut als Kandidatin vorstellen können. Aber es hat mich erschreckt. Ja? Und es hat mich erschreckt, welche Leute kandidieren, mit welchen Themen. Das ist alles aus dieser etwas verschwurbelten Querdenker-Partie, mit der wir uns ja seit Corona extrem zu beschäftigen haben. Und es zeigt doch ein Bild, dass in Österreich noch immer eine antifeministische Realität herrscht. Ja? Corona hat ja auch die Traditionsmuster wieder hervorleben lassen und auch potenziert, dass man wieder sozusagen in alte Rollen hinübergleitet. Wie alle Studien zeigen. Also ich finde es schrecklich. Ja. Da haben wir noch viel nachzuholen in Österreich. Aber haben wir viel Zeit? Also wir wirken Nein, doch wir haben keine Zeit mehr. Wir hinken nach. Wir sind schon, wir hinken in der europäischen Entwicklung. Ja, aber gewaltig. Da sind wir noch. Ich möchte ja nie keinen Teil des Erdkreises verunglimpfen, aber da sind wir noch Osten und Südosten. Ja. Weil jetzt gerade der Name Helga Rabel-Stadler... Ja. Weil die feministisch weiter vorn sind teilweise als wir. Ja? Interessant in Belgrad, ich weiß. Ja. Das ist also einfach aus der kommunistischen Kultur, die DDR-Frauen haben alle gearbeitet. Ja. Viele Ihnen im Neuen Osten, meine ich. Ja. Das war ein Rückfall nämlich nachher. Ja. Ja. Fiel Ihnen, weil jetzt gerade der Name Helga Rabel-Stadler, viel ehemalige Festspielpräsidentin, jemand ein als Frau, den Sie gern gesehen hätten als mögliche Kandidatin? Conny Bischof-Werger. Ganz einfach. Krone-Kollegin von Ihnen. Ja. Aber, warum hat sie nicht kandidiert? Ihre Stimme hätte sie gehabt. Ja. Ja, ich finde, das Bild ist entsetzlich. Ja. Sieben Männer, das ist
einfach furchtbar. Sehr eigenartige Männer, ja, muss man dazu sagen. Das ist, ja. Es hätte da nicht viel Sinn, wenn wir noch eigenartige Frauen dazu hätten, glaube ich. Es ist natürlich auch eine aus der Sicht einzelner Parteien kann man das schon auch ein bisschen nachvollziehen. Ja? Es ist einerseits traurig, andererseits, man spart sich einen Haufen Geld. Mhm. Warum soll ich in eine sozusagen eher schwierige oder fast sinnlose Kandidatur investieren? Mhm. Oder die Frage, vielleicht nütze ich mit einer Kandidatur doch eher meinem Gegner? Das wäre zum Beispiel, war, glaube ich, großes Motiv, das keiner bedenkt, dass man sagt, naja, wenn ich den Van der Bellen durch eine sozusagen Mitte-links positionierte Frau sehr stark schade, dann wird wahrscheinlich oder wird eher eine Stichwahl mit einem FPÖ-Kandidaten stattfinden und so weiter. Und daher ist diese Überlegung vielleicht zwar jetzt im Ergebnis so aus, wie es ausschaut, aber vielleicht ist das schlau gewesen. Ich kann Ihnen noch sagen, ich war immer gegen Quoten. Ja? Nachdem ich bis jetzt gesehen habe, dass es ohne Quoten nicht geht, dass man die Frauen durchsetzt. Ja, aber das ist schwierig jetzt bei der Bundespräsidentenwahl sozusagen eine Pflicht, Frau Kandidatur zu machen. Es sind auch gar keine Themen, die irgendwie feministisch konnotiert waren, im Wahlkampf gefallen. Null. Ja? Also gerade die alleinerziehenden Mütter und gerade diese riesigen Debatten mit Equal Pay Gap, wo wir noch immer so hinterherhängen, nämlich im gesamteuropäischen Vergleich, hätte es notwendig gemacht, dass deine Frau, egal wie viele Stimmen sie jetzt abgarniert, diese Themen auf die Tischplatte legt und sozusagen auch ihre gesellschaftspolitische Verantwortung für die Rechte der Frauen wahrnimmt. Also eine vergebene Chance? Eigentlich absolut, schon. Aber wie gesagt, bei der nächsten Wahl, wo dann keine Wiederwahl mehr sozusagen möglich ist, können wir uns das alle wünschen, ob es stattfindet, werden wir sehen. Es wird, glaube ich, kein Zweifel daran sein, dass vielleicht man auch daraus Bischof gelernt hat. Vielleicht reden diesbezüglich. Ja, sofort. Ich möchte einen kurzen Stopp hier machen, weil wir so viele Präsidentschaftskandidaturen erlebt haben, auch schon jetzt ein Resümee gezogen haben. In die Vergangenheit, in der Jetztzeit wird auch oft diskutiert, was man darf und was man nicht mehr darf. Und weil wir gerade so gesellschaftspolitisch und auch was Humor, Lachen und Scherz und worüber man lachen darf und nicht lachen darf, gesprochen haben. In jüngster Zeit war immer wieder von kultureller Aneignung die Rede, was darf man nicht. Michael Bulli-Herbig, der den Schuh des Manitou verfilmt hat, recht erfolgreich, 20 Jahre ist es schon her, hat jüngst in einer anderen Talksendung im deutschen Fernsehen gesagt, dass die Comedy-Polizei schon recht streng geworden ist und so wie er damals beispielsweise den Film gemacht hat, das nicht mehr möglich wäre. Michael Bammersberger nickt. Was geht sich denn nimmer? Also würde sich so ein Winnetou-Film oder ein Mai Ling Gerhard Bolt Sketch oder ein Polenwitz von Harald Schmidt noch ausgehen heute? Die Zeiten ändern sich. Ja. Wir sehen es gerade in Winnetou-Thema, ist ja ganz schön, da haben wir den Karl May, der dann durch die Verfilmungen in den 60er, 70er Jahren ja schon völlig modernisiert wurde und angepasst wurde. Ich glaube dann, genau. Das war ja schon, ich meine, wer Karl May wirklich liest, sieht da einen Unterschied zwischen der Verfilmung und dann auch diese Satire mit Bulli Herbig war schon wieder, und heute wird man es wieder ganz anders machen oder bleiben lassen, glaube ich, in diesem Fall sogar, diese Parodie auf etwas, es ist einfach ein bisschen out of time, ja. Genauso wie John Wayne oder sonstige. Ich habe es geliebt. Ja. Ich sehe auch überhaupt kein Problem damit, dass man es noch zeigt. Ja? Ja. Die Winnetou-Filme, überhaupt kein Problem habe ich damit. Aber man muss ihn in Kontext setzen. Ja, aber weiß ja eh jeder den Kontext und jeder weiß. Ich glaube, ich habe sogar mit 10, 12 Jahren schon gewusst, dass Pierre Brice nicht wirklich Apache ist. Kann sie mir auch. und dass Karl May selber nicht im Wilden Westen war. Ja. Ich glaube, wir sollten bei dieser Cancel Culture Debatte und so weiter, ist ein bisschen für einen Satiriker ein bisschen schwierig, um nicht sozusagen in die falsche Ecken zu kommen. Mhm. Ja, weil man ist ja dann gleich, die FPÖ spielt ja dann das Winnetou-Thema beim Parteitag.
zur Enttäuschung kommt dann Kicklein an, nicht der Winnetou, bei dieser wunderschönen Musik. Aber es geht ja hin weiter bis zu Kaspar, Melchior und Balthasar und ob sich dann noch jemand schwarze Farbe ins Gesicht malt. Ja, ich glaube, schon ein bisschen entspannt. Ich sehe da schon Gefahren eines neuen Totalitarismus. Ja. Von möchte gern Totalitarismus. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, mich nicht daran, an solche Gebote zu halten. Das müssten Sie mir jetzt an meinem Beispiel festmachen. Naja, zum Beispiel Cancel Culture, Wokismus und so weiter, Gendern und so weiter, das richte ich mir selbst ein. Mhm. Ja, okay. Ganz einfach. Das heißt, es gibt kein Binnen-I und keine Schülerinnen und Schüler? Das kann ich machen, wenn ich will und wenn nicht. Aber es kann mir niemand vorschreiben, wann ich es machen soll und wie ich es machen soll. Das ist dann noch einmal was anderes, weil auch jedes Medium das quasi anders handhabt und Sie in einer Kolumne natürlich... Das sind grundsätzliche Fragen. Okay. Ja. Würden Sie meinen, dass man Winnetou-Persiflage heute, also ein Bully Reloaded auch noch machen können soll und sich darüber... Ja, natürlich. Ja selbstverständlich. Finde ich auch, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist eine Frage, wie man es macht und so. Man muss den Übertreibungen nicht folgen. Man muss den Übertreibungen von angeblichen Führern der Öffentlichkeit nicht folgen. Jetzt muss ganz man aber die Gelegenheit nutzen. Angelika Hager ist ja bestens bekannt mit Harald Schmidt, der jahrelang eine wahnsinnig erfolgreiche Late-Night-Show gehabt hat und wo der Humor immer an der Grenze zu allem war, was Gott verboten hatte. Was sagt Harald Schmidt gerade? Ich habe mit Harald Schmidt zu dem Thema ein langes Interview für Profil geführt vor einigen Wochen. Harald Schmidt sagt natürlich... politisch korrekte Satire existiert nicht. Das ist so, wie wenn man Fußball spielt, ohne gewinnen zu wollen. Humor kann nicht politisch korrekt sein. Es gibt natürlich einige Abstriche, zum Beispiel Christoph Grissemann, auch jetzt nicht, sagen wir, das Sahnehäubchen der Political Correctness in seinen Zoten. Der sagt zum Beispiel, also heute würde Blackfacing zum Beispiel nicht mehr gehen. Ja, das geht einfach nicht mehr. Es gehen gewisse Dinge nicht mehr. Zum Beispiel einer der erfolgreichsten französischen Komödien, Ziemlich beste Freunde, die ich unlängst im Fernsehen gesehen habe, habe mir gedacht, heute würde dieser Film nicht mehr produziert werden. Ja, ein Pfleger, der sozusagen domestiziert wird von seinem kranken Milliardärsgönner, also der sozusagen seine Pygmalion-Leidenschaft an dem ausübt und sich teilweise wirklich sozusagen so benimmt, wie man alle Klischees der Rechten, wie Schwarze sich benehmen sollen, erfüllt, würde heute nicht mehr gedreht werden können. Oder auch, wo darüber geredet wird, wie Frauen in Kilos eingeteilt werden. Ja? Also gewisse Dinge, aber natürlich schlägt das Pendel jetzt in eine sehr von Empörung und Schaum vor dem Mund getragene Radikalität aus, die sich auch wieder normalisieren wird. Ja? Weil ich finde es absolut, Entschuldigung, noch ganz kurz, lachhaft, der Popsängerin Adele, die auf einem Festival diese Bo Derek oder Bantu-Zöpfchen trägt, vorzuwerfen, dass sie sich kulturellen Aneignungsdiebstahl von unterprivilegierten Person of Color Frauen bedient, während sie als weiße Oberprivilegierte doch sich, was weiß ich, Lockenwickler eindrehen sollte. Also das ist alles ein bisschen wahnsinnig absurd. Und Harald Schmidt sagt natürlich auch, Polenwitze gehen heute gar nicht mehr, weil die Polen mittlerweile anders drauf sind. Ja? Okay. Also man müsste sich andere Minderheiten Spitzfindigkeit, muss ich sagen. Aber natürlich hat er recht, wie soll ich als Karikaturist ohne Bodyshaming oder um mich über die Äußerlichkeiten von Personen lustig zu machen arbeiten? Dann kann ich den Stift abbrechen und hinten hinschmeißen. Anliegende Ohren kurz machen. Das ist ja lächerlich. Im Grunde genommen bringen diese Antreiber, diese Übertreiber, die Gesellschaft in Bewegung. Ja, und die Gesellschaft bewegt sich immer weiter nach vorne und sie ist, man kann heute nicht mehr machen, was man vor 20 Jahren gemacht hat. Warum? Weil die damaligen Antreiber die Gesellschaft schon bewegt haben in diese Richtung. Es ist aber auch ein Generationending. Also meine Tochter ist 28 Jahre alt und die lebt in Berlin. Die ist natürlich ganz anders drauf, was sozusagen ihre Vogue-Alertness betrifft. Und ich bin ständig in Debatten. Wenn ich jetzt sagen würde, du hast ein schönes Tuch hier um den Hals, schreit sie, du reduzierst diese tolle Moderatorin sexistisch. Ja? Oder so. Also es ist teilweise... Das ist auch nicht leicht. Aber jetzt nie leicht. Ich doch mal für die Zuschauer ganz kurz, was Vogue-Alertness, denn wir hauen ja auch mit
Anglizismen um uns herum. Das stimmt, das ist auch schrecklich. Sollten wir nicht tun. Was hätten wir denn jetzt für ein deutsches Synonym für dieses Wort? Die Bewegten, die Aufgewachten, die Aufgeweckten. Wachsamkeit gegenüber die diskriminierten Minderheiten. Wachsamkeit ist das nicht das deutsche Wort, das dafür in Frage kommt. Also Vogue stammt aus den 30er Jahren, also quasi in der Antirassismusbewegung in Amerika, da kam das überhaupt her und wurde dann sozusagen adaptiert. Zuerst war es die Political Correctness in den 90er Jahren, die ging dann in den Wokismus über und dann kommen halt diese ganzen Worte, die sehr sperrig sind, wie kulturelle Aneignung. Ich meine, das ist Pizza, eine kulturelle Aneignung. Darf ich jetzt keine Pizza mehr essen? Also das sind dann die Spitzfindigkeiten. Fragen, die du regelmäßig stellst, darf ich eine nicht Pizza? Nicht wirklich. Also das mit der kulturellen Aneignung, das ist, glaube ich, wirklich das Verunglückteste dieser ganzen Konzepte, weil ich wirklich nicht feststellen kann, sozusagen zum Beispiel in einem, was immer genannt wird, im Jazz, wo kommt der so viele kulturelle Einflüsse hat aus Europa. Also wenn ich das zerlege, da kann ich es aufhören und das fände ich schade. Und ich finde es eben auch schwierig zu sagen, du musst eine bestimmte Hautfarbe haben, um ein Gedicht zu lesen, zu übersetzen, eine Frisur zu tragen und so weiter. Ich finde, Blödsinn. Das ist am Rand zum Rassismus, wenn man das so. Das ist, was ich meine, der neuen Totalitarismus versuche. Neue Totalitarismus versuche. Rassismus mit Rassismus austreiben. Ja. Aber muss es zuerst so eskalieren und in solchen Extremen sein, um wieder abzufallen? Ja, das sagt die Gesellschaftsentwicklung zeigt das. Es gibt solche Antreiber, sonarische Bewegungen, die aber dann mit der Zeit die Gesellschaft mit. Wir sind nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Genau. Denken anders. Ja? Stichwort vor 20 Jahren, wenn wir die Jetztzeit haben, Referenzen zu der jetzigen Zeit, Ukraine-Krieg, Wokismus, was wir jetzt gerade gehabt haben, auch wenn wir jetzt in die Politik hineingehen, ist das alles zum ersten Mal oder sind es die 20er Jahre? Ja, darf ich ein bisschen Eigenwerbung machen? Bitte. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, Was für ein Jahrhundert, ein Führer durch die Welt im Chaos, alles schon da gewesen, Zeitenwenden, alles schon da gewesen, verrückte Zeiten, Hexenwahn, etc., etc., alles schon da gewesen. Was kommt denn dann 2023, wenn alles schon da gewesen ist? Na, alles schon, wir sind noch mittendrin jetzt. Wir sind mittendrin. Es geht erst los. Es fängt erst an. Ist die Anleihe aus den 1920ern jetzt in die 2020er, ist das falsch? Also was da alles entstanden ist? Nein, eigentlich nicht. Wenn wir uns den Rechtsruck europaweit anschauen, dann oder die Gelbwesten oder die Leute auf der Straße, wirtschaftliche Situationen, die mit der Finanzkrise 2008 begonnen hat, die wir uns alle in den fetten 90er Jahren nicht ausgemalt haben, so weit entfernt sind wir davon nicht. Wir sind leider erst, das ist alles leider erst, muss ich sagen, am Beginn einer turbulenten Zeit. Und man muss auch sagen, diese ganzen Themen, Debatten, kulturelle Aneignung oder nicht, Wokismus hinher, die werden uns alle sozusagen auf die Nebenfahrbahn kommen, sobald es wirklich sozusagen Heizprobleme gibt, wenn wir unsere Wohnungen nicht mehr heizen können, wenn alleinerziehende Mütter ihre Kinder nicht mehr auf Landschulwoche schicken können, weil sie es einfach nicht mehr da blasen finanziell. Also da werden ganz andere Probleme, sagen, das sind alles seidene Zores. Ja? Und sind wir froh, dass wir solche seidenen Zores haben. Und wenn ein US-Präsident wie heute Morgen sagt, wir sind noch nie so nahe an einem Atomkrieg gestanden wie heute, seit der Kuba-Krise. Ja? Also das muss schon zum Denken geben. Verständlich. Das wären finstere Zeiten. Wir werden uns noch der Wokismus-Debatte zurücksehen. Wir brauchen es lustig. Also, und da haben wir ja den Weltpräsidentschaftswahlkampf gehabt. Genau. Also endet als Soap, als Reality-Soap, als schwarze Reality-Soap. Die auch ein bisschen, natürlich auch ein Panoptikum der österreichischen Gesellschaft sieht man da schon. Und wie? Das ist das, was mich teilweise erschreckt. So sind wir nicht, möchte ich sagen. Naja, geh mal in die Bierzelle.
Anwälte und gehe mal in Bezirke, die jetzt nicht bobofiziert und gentrifiziert sind. Also da teilweise brauchst du dir nur ATV-Dokus anschauen. Ja. Aber ich glaube, der Präsident schaut. Bierzelte, wir haben den Schaum vom Bier gesehen jetzt. Ja. Im Präsidentschaftswahlkampf. Vom Mund und vom Bier, ja. Aber ob der jetzige Präsidentschaftswahlkampf und seine Teilnehmer ein Abbild der österreichischen Gesellschaft ist, das wage ich zu bezweifeln. Da fehlen dann doch ein paar Elemente, glaube ich. Es fehlen aber das Systemkritische, dass man sich sozusagen auf rechte Themen verständigt, die Wissenschaftsfeindlichkeit, das sind alles Themen, die total auch in der Luft liegen. Und wenn man wenn man so eine Demonstration sich anschaut und die Transparente liest, denkt, muss man sich echt zwicken, weil man es nicht für möglich hält, dass das im 21. Jahrhundert ein Gedankengut, eine solche breite Öffentlichkeit hat. Wie wunderbar war das, dass dieser Nobelpreis von Zeilinger genau in diese Zeit reingefallen ist und uns doch auch wirklich zur richtigen Zeit gesagt hat, es gibt schon auch noch ernstzunehmende, wichtige Dinge, die auch in Zeitungen und in Diskussionen Raum finden und nicht nur sozusagen die Larifari. Sonstigen. Larifari, die Sonstigen, das war ein schönes Schlusswort. Danke vielmals fürs Diskutieren. Danke für die Einladung. Michael Babelsberger, Angelika Hager, kurz sein jetzt. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.